Willkommen, hier ist es noch 10 Meter auf Anschluss 4, Brenner 4 durch Nier. Hallo, der Förderkreis hat allen Jugendspielern eine komplett neue Fußballlösung gespielt. Dies hat Stimmung in der gesamten Mannschaft gesteigert. Verlieren dürfte das Spiel einfach noch gesehen. Und denkt immer daran, was man in der ersten Halbzeit nicht kocht, bleibt in der zweiten ungebraten. Diese Anschluss ist aus Anschluss 3. Der Zinnickel im Ballwind lässt Fichter mit dem Gekonhang ins Höhe laufen. Ehrliche Schlitz aufs lange Eck. Dunst fällt den Ball ab. Torwart Leitbock ist in die falsche Ecke unterwegs. Gewaltiger Hechtschwung des Torwarts. Bremsverrate von Leitbock. Brock. Die Borussia nur fast im Ballbesitz. Sabtunovic. Pass zu Dunst. Und Jurev kann den Ball abwehren. Da bleibt die Ball ganz besser koordiniert. Flagge in den Strafraum. Abseits, auf der Linie lässt die vorne unten. Kelly wird nicht angegriffen und schießt. Tor, der Bock rutscht der Ball durch die Beine. Aber er kann auf der Linie liegen. Er wird sich versucht aufzustehen. Hat uns Grätschwerte schon geklärt. Einwurf von München in der linken Seite durch Limski. Weiter in den Strafraum. Leipo, Rob, schön raus. Und Sebastian Wald, kommt mal die Kalle Lila. Dann vorbei. Außerdem den Ball mit der Flanke aus vollem Lauf. Doch der ist zu weit und landet auf dem anderen Flügel. Kalle nimmt den Ball, schlägt den Haken. Aber er hat sich den Ball zu weit gefallen gelegt. Kommt nicht mehr heran. Und Kalle landet ein Gruppe von Fotografen. Kann aber weiter spielen. Weber passt zu Gies. Kann den einen Michael Schill ausholen. Ja Gott. Und er schießt und Timo kann den Ball erfolgreich klären. Freistoß zum Borussia Hannover. Oh, Mann. Unterweg, Flank zu Soros und Pass zu Sicario. Oh, der wird brutal gefoult. Jurev hebt den Ball links vor den Strafraum. Der Ball dünkt den Ball in den Strafraum ein. Sieht sich Dunst gegenüber. Pass zu Cavillo, der hat noch Kraft. Zieht ab. Leute, Leibbrock rutscht der Ball durch die Hosenträger. Aber Black kann auf der Linie liegen. Leibbrock dreht sich versucht aufzustehen. Er legt ihn mit den Fingerspitzen. Dann hat er sich ihn sicher. Außerdem der stoppt den Ball. Schaut. Also man schaltet ihn interessant zu. Schöner Schlanzer von Sektari auf das Remake.
an den Innenpfosten, weil heute nicht mehr da. Jeder Spieler hat unsere Zeit, die Ball abzureichen. Becker bekommt zuerst den Fuß an den Ball. Level Becker, dann doch genau zu Hedwig. Diese jagt den Ball über das Tor. Jung und den Ball perfekt gehauen. Mit dieser Schwanke nicht drauf rum. Kein Abseits. Kohl nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor. Er fängt ihn an. Und der Ball passt auf Linsky. Er kann die Ecke aussuchen, doch Dunst geht entschlossen, es ist schon geklärt. Halbzeit. Wir schalten gleich in die Kabine. Also Männer, ich kann nicht mehr. Ich renne hier seit 45 Minuten einen Kreis in Rasen. Und da schreist du dir die Kehle aus dem Hals. Ne? Und wer hört da hin? Ihr nicht. Der Einzige, der irgendwie da was hört, das ist dieser Co-Trainer. Der äfft mich sowieso die ganze Zeit nach. Da setzt du dich hin, er setzt sich hin. Da rennst du im Kreis, er rennt im Kreis. Da stehst du auf, der steht auf, du redest irgendwas und der redet genau den gleichen Scheiß. Ich krieg die Krise. Aber ihr sollt doch hinhören. Ihr kriegt morgen erstmal alle ein Hörgerät. Wenn auch so viele Lügen kommen. Und der gegnerische Spieler kann ihn beantworten. Ach man, was war das denn? Direkt der Fall für das München. Der Becker läuft an, versucht mir das Rohr gewollt. Und für die Lücke die Mauer. Leibrock schaut und setzt den Ball hinterher. Aber der geht kein Tor vorbei. Ecke von München. Der Ball ist lange zu Karriere, der geht weiter. Tor! 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 Was war ein krasses Tor von Quill, Silo! Hier nochmal Silo, da die Flanke von Cabral. Dann kann er erfolgreich zu Kavilje und kippt den Ball ins Tor. Matthias Simski, Pass, Flank zu Brady. Und der Schlange wiederum zu Cabral. Und der Ball wird abgefälscht vom Gegenführer. Nochmal Ecke für München. Schlange zu Brady. Und der geht wieder rein. Und Tor! Tor! Was für ein super Tor von Brady. Direkt auf Flanke für München. Der Entfernung 18 Meter. Becker spielt quer. Und Cabral schickt die Flanke in den Schussraum. Brady steigt hoch. Und überspringt den Mademann. Genau, Kopf voll, knapp vorbei. Zu Becker. Und Nachschuss. Und wieder. Und ihm geht es aus. Ready. Flanke. Eine lange Flanke zu Jong. Und der Flanke zu. Okay, was soll jetzt passieren? Weiß ich so nicht. Jawohl. Schießt aufs Tor und dann geht er nach Tor! Tor! Nein! Was soll ein Unglück? Ist Tor von Cabral! Sektorio. Oder kommt die Ball Richtung Strafraum.
Wird vom Pan nachgestellt. Lass mir da Kopfhörer schon aussteigen. Er spielt zur Torlinie. Kein Abseits, gewinne ich den Ball da noch. Und schlagen die Letzte nach innen. Jan kommt hereingeflogen. An den Pfosten. Der Ball fällt ins Spielfeld zurück. Nachschuss Limski. Klar drüber. Soares. Ich bin noch gestern zu Berlin. Und der Schlank zieht sich. Ja, da geht rein. Tor! Ich griff das Wahn. Hattrick. Das war also die Partie zwischen München und Borussia Hannover. Hoffentlich hatten sie viel Spaß. Hoffentlich hatten sie viel Spaß. Schauen Sie beim nächsten Mal vorbei. Ja, Männer, ich hab's euch gesagt. Legt ein super Spiel hin und zack, geht wieder überall die Sonne auf. Guckt's euch an. Präsident, Vorstand, alle sind so aus ihren Löchern gekommen und kriegen's Grinsen nicht weg. Aber wisst ihr noch vor 3 Wochen, was die am Zweifeln waren? Ich sag's, der richtige Trainer. Oder brauchen wir neue Spieler? Machen wir das alles richtig? Haben die sich in den Frack geschissen? Und jetzt guckt's euch an. Da springen sie sich an wie die kleinen Kinder. Naja, meine Knochen sind's nicht. Ne? Sinnlose Besäufnisse. Da hinten werden die ersten Frauen getauscht. Der Anblick, ist das nicht herrlich? Männer, können wir jede Woche haben. Mach noch Fragen oder so, dein Schüler. München aus der Sicht von Sampo. Tolle Stadion, eine Herausforderung. Veränderte Tatsache von der Mannschaft. Nachteile. Keine aus dem Stadion, keine Hierarchie im Team. Na, wir legen mal die Fragen für den Sonntag an. Der Termin ist ja auch schon ganz schön ziel. Ihre Einladung zur Schlussendung wirken wenige Geldgeber. Alle versuchen jetzt, wie sie in Weltbewusstseins oder gar Tätige locker zu machen, für dich in der Sonde. So viel zu dem, so viel Freizeit. Kurde, deine Schuhe, es hängt jetzt eigentlich nur noch an den Fähigkeiten. Grund, wie er eigentlich sagt, Ingo Röse, damit scheint der wirklich zu verzögern, aber es war sicher. Das war's, dem Fahrzeug.